Er ist ein Kind von We Love MMA und er ist einer der Titelträger von We Love MMA, Adrian Zeitner. Und mittlerweile sogar doppelter Titelträger. Besondere Freude für dich, dass es auch in anderen Serien sehr erfolgreich läuft? Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich immer schön zu es ist vor allem sehr schön, We Love MMA woanders zu vertreten. Für We Love MMA ist es immer ein gewisses Risiko, wenn ich woanders kämpfe. Wenn ich dort eine schlechte Leistung abliefern würde, dann würde diese Veranstaltungsreihe hier etwas darunter leiden. Es würde wirken, als ob sie nicht so stark war. Aber ich glaube, die Performance, die ich bei Respectfc hingelegt habe, die hat das Niveau, das wir hier bei We Love MMA haben, gezeigt. Und da muss man auch sagen, in dieser Gewichtsklasse, ein Tomasz Sobczak, Daniel Huchler, Stefan Janssen, das sind ein paar der besten Weltergewichtler, die wir in Deutschland haben. Da muss sich We Love MMA wirklich vor keiner anderen Organisation mehr verstecken. Das ist wirklich sehr schön, was hier aufgebaut wurde. Nun warst du heute in ganz ungewohnter, für die Zuschauer ungewohnter Situation hier bei We Love MMA, der 50. Ausgabe der Jubiläumsveranstaltung in Hamburg. Du warst mit eingebunden ins Referee-Team, hast die Kämpfer mitbetreut. Wie war es für dich der gesamte Abend? Ich glaube, ganz so ungewohnt ist es doch nicht. Wenn man sich das Highlight-Video von Ashab ansieht, dann war ich der Referee bei seinem letzten Kick. Was mir persönlich nicht ganz gefallen hat, weil ich mit Ashab schon vorher zusammen trainiert habe, die Chefin hat damals gemeint, ja, sie ist sich sicher, dass ich bei ihm mir sogar noch mehr Mühe geben werde, absolut unparteiisch zu bleiben. Das habe ich, denke ich, damals auch ganz gut geschafft. Ich hoffe, dass ich es bisher in jedem Kampf geschafft habe und ich werde mir auf jeden Fall als Referee wie auch als Punktrichter weiterhin alle Mühe geben. Zurück zum Abend zu We Love MMA 50 hier in Hamburg. Viele Kämpfer dabei, natürlich Lokalmatadoren aus der Region, aus der Gegend. Etliche dabei, die gerade ihre ersten Schritte gemacht haben, die so eine große Bühne dann gleich kriegen, haben wahrscheinlich auch ein bisschen Nervosität mit reingebracht, aber sie alle haben eins gezeigt, sie haben gekämpft. Oh ja, die ersten, ich glaube, 3 Kämpfe waren alles mehr oder weniger Beginner, aber sie haben sich die Seele aus dem Leib gekämpft. Das war unglaublich, was sie hier hingelegt haben. Und dann hatten wir noch so Kämpfe wie Ali Shams gegen Andrei Govoruchin, wo einem einfach der Atem stecken blieb. Der Finalkampf, der Hauptkampf von Ashab Elikhanov gegen einen unglaublich starken Finn. Das war ich kann kaum etwas dazu sagen, genauso wie ich in dem Moment kaum noch atmen konnte vor lauter Aufregung, vor lauter Spannung. Das war wirklich eine unglaubliche Show und ich denke, dem 50. Jubiläum von We Love MMA mehr als würdig. Es war vor allem Werbung für den MMA-Sport und es war immer so ein bisschen das Zeichen. Es waren internationale Kämpfer da aus Dänemark, eben aus Finnland im Hauptkampf und die deutschen Kämpfer, die haben sich da behaupten können, bestätigen können. Hier muss man vorsichtig sein. In vielen Organisationen können sich heimische Kämpfer behaupten. Oftmals wird ihnen schlichtweg aus dem Ausland Fallobst eingekauft. Das war hier auf keinen Fall, das war... Falscher könnte eine Aussage für dieses Event hier nicht sein, denn jeder, der den Kampf gesehen hat, wusste, dass der Finne Husmann unglaublich stark war. Genauso der Däne, der seinen Gegner auch wirklich brutalst taktiert hat. Und da muss man We Love MMA ein großes, großes Kompliment geben. Es wird wirklich niemals versucht, ein einseitiges Match zu finden. Die Matchmaker machen wirklich einen sehr guten Job und geben uns immer spannende Kämpfe, bei denen man sehr, sehr selten vorher sagen kann, wer das Match gewinnen wird. Und heute haben wir es durch die Unentschieden auch wieder gesehen. Da waren ein paar Matches, die waren vollkommen ausgeglichen. Eben Ali Shams Govoruchin oder Elikhanov Husmann. Die nächsten Termine stehen fest, klar. In Berlin geht es weiter und dann setzt sich das Ganze fort. Selbst Hamburg, der Termin fürs kommende Jahr, ist ja auch schon fix gemacht. Wie geht es bei dir weiter? Wann wirst du vielleicht auch wieder in dieser Serie bei We Love MMA im Cage stehen? Bei der eben genannten Version in Berlin am 14.12. werde ich gegen einen sehr, sehr starken, sehr erfahrenen und sehr, man möchte gegen einen Gegner, bei dem man sagen möchte, okay, man hat alles von ihm gesehen. Und dann überrascht er einen, 2 Kämpfe in Folge wirklich vollkommen. Marcel Quietsch ist ein Veteran und doch ein Innovateur, was seine Techniken angeht. Er entwickelt sich ständig weiter und das macht einen wirklich würdigen Veteran aus, dass er sich immer noch weiterentwickelt. Und deswegen wird es ein sehr, sehr spannendes Match auf meiner Seite. Ich habe schon ein paar andere Matches gesehen, die es in Berlin geben wird. Und also Shankar Deshler gegen Edis Rafik, das wird ein unglaubliches Match im Federgewicht. Also das wird eine geballte Karte in Berlin. Danke, dass du kurz Zeit genommen hast.